Kunchum ist eine Herrin, eine schöne Herrin. Besuche sie am Tag und sie raubt dir den Atem, begegnet ihr in der Nacht und sie nimmt dich für immer gefangen. Aus Kamele und Kalifen. Meine Reise durch die Kom in den Jahren 982 bis 988 von Ardo Störebrand. So sitzt ihr in eurer Kajüte. Ein Tag ist vergangen. Wir schreiben den 7. Hesinde, 22 Uhr. Es ist der Tag von Rohals Verhüllung. Ihr habt nach den Angriffen getrauert. Um die verschwundenen Dukatengardisten, ob sie wirklich tot sind, weiß keiner zu sagen. Doch man hat sich geschworen, sie wiederzufinden. Ihr habt keine gute Fahrt gemacht, aber wohl am nächsten Tag, im frühen Morgen, sollt ihr wohl die weiße Perle erblicken, die euch endlich mal wieder eine Heimat sein kann, nachdem ihr so sehr lange von all diesen Dingen entfernt wart. Das letzte Mal, den letzten großen Hafen Al-Anfa, fühlt sich schon an, als wäre er viel zu lange her. Ihr habt selbstverständlich zahlreiche andere Häfen auf eurer Reise gesehen, den Piratenstädten, wart am Vulkan, habt Maraskan begutachtet, den Sturm durchquert und die Stadt aus der Tiefe, aber einen richtigen Hafen, richtiges gutes Bier, warme Betten, ein Wein, neue Matrosen, die zuverlässig sind, all das wartet in Kunchum auf euch. Nur eine letzte Nacht, die noch vor euch liegt. Und so liegt ihr, ja, oder steht, sitzt an eurer Kapitänskajüte. Könnt noch ein letztes Mal den Saum unter euch spüren, von den Sesseln, den Sitzen. Und begutachtet den Wein, der vor euch in einer kleinen Karaffe steht, den Abelmir zur Feier des Tages, so sehr er denn wirklich feierhaft war, spendiert hat. Es ist gut, dass wir bald an Land gehen können. Ich muss sagen, diese Abenteuerreise geht mir ein wenig an die Substanz. Wir sollten versuchen, dieses, wie sagt man, Kopfgeld auf die Wurzelkaiserin einzutreiben. Das würde unsere finanziellen Probleme lösen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Es ist die Frage, ob, nun ja, die Handelshäuser die Dukaten herausrücken oder nicht. Naja, ich meine, man wird A, eurem Wort glauben und zweitens einen Schwur auf die Götter. Da sehe ich eigentlich keine Probleme. Ja, sie mögen noch nichts von der Wurzelkaiserin gehört haben, bevor wir das erste Mal auf sie stießen. Aber ich denke doch, dass man unseren guten Ruf anerkennen muss. Auch wenn sie sich sicher sträuben werden. Außerdem können sie ja, weiß ich nicht, in unsere Gedanken gucken. Und sie werden sicherlich Magier in unseren Diensten haben. Aber wurde eine solche Summe denn wirklich schon einmal ausgezahlt? Was ist, wenn sie sich einfach weigern? Ja, das würde ich bezweifeln. Das ist doch nicht eure erste Dämonenache, Abelmir, oder? Habt ihr denn damals Geld erhalten? Wir haben damals eine gewisse Summe erhalten, ja. Wir konnten uns aussuchen, ob wir nun dies als jährliches Salär beziehen oder als Endsumme. Ah, verstehe. Sie wollten nicht die ganze Summe auf einmal ausgeben. Nun ja, es war viel Geld. Bei eurer kurzen Lebenszeit habt ihr hoffentlich die Gesamtsumme genommen. Nein. War dumm. Das ist eure Meinung. Ja, also, ich weiß nicht. Wenn ihr so alt werdet wie wir Zwerge, 1000 Jahre oder, ich weiß nicht, diese Elfen, dann macht das schon Sinn. Aber ihr werdet 80, 90 Jahre alt. Ich nehme einmal an, Boltax, dass hier die politische Opportunität der treibende Faktor war. Ich kenne keinen Seemann, der an die 80 Jahre alt wurde. Ist Rattara Sani nicht beinahe so alt? Doch möglich. Da befehle ich dir noch ein ganzes Schiff. Jungspund. Schiff. Nun, Kunchum, Kapitän,
Ich werde eine gewisse Menge an Geld brauchen, um Zugang zur Bibliothek zu erhalten. Ich denke, das lässt sich arrangieren. Ich habe ebenfalls noch einige Geschäfte mit der Akademie zu treffen. Und wenn wir schon dort sind, haben Sie sicherlich einige Chemikalien, deren man gerne habhaft werden möchte. Und wir sollten unsere Nachforschungen, was es Sphärentore angeht, hier beginnen können. Oh ja, das klingt sehr vernünftig. Ich muss gestehen, ich glaube nicht, dass Ihre Akademie einen großen Wert für theoretischen Nutzen hat, aber wer weiß, was man findet. Voltax, du wolltest dich doch darum kümmern, dass die Geschichte und die Abenteuer, die wir erlebt haben, manchmal verbreitet werden. Wie steht's damit? Ich habe sie fertig geschrieben und unsere gute Freundin Marix Fuchsecker hat sie illustriert. Ich habe ihr natürlich nur das Wichtigste erzählt, um daraus eine schöne Geschichte zu machen. Nun, mit der Wahrheit stimmt es in dieser Geschichte nicht ganz so, aber das Wesentliche ist auf den Punkt gebracht. Ich werde sie auf jeden Fall drucken lassen und dann wollte ich noch zu diesem besonderen Schiff, diesem Djinn-Schiff. Wie hieß sie noch? Sulay? Sorry. Richtig. Ein richtiger Stümperverein. Ihr seid eifersüchtig. Ich sehe es an euren Augen. Ich bin eifersüchtig, dass man einer solchen niederen Kunst so viel Geld in den Allerwertesten pustet. Da habt ihr aber wohl recht. Wäre der König von Mirham in der Lage, unsere Projekte genauso zu finanzieren wie die Kulchoma, dann würde diese Welt aber ganz anders aussehen. Nun ist er aber offensichtlich nicht. 2-0 für die Elementare. Ich würde neue Männer benötigen. Ja, das fürchte ich auch. Wir brauchen neue, Soldaten und Matrosen. So wie Schützen, Kapitän. Wir brauchen Schützen. Ich bräuchte auch noch einige, sagen wir, exotische Materialien für einige Projekte, die mir durch den Kopf wandern. Nun, dann schreibt es auf die Liste und schreibt genau, was ihr dafür bezahlt. Sicher doch. Jede einzelne Position. Auf jeden Fall. Wir benötigen auch nur einen neuen Steuermann. Ja, in der Tat. Ich hörte, es gibt eine Akademie für angehende Kapitäne in Kunchum. Vielleicht könnten wir dort fündig werden. Wir müssen etwas unternehmen, um diese Gerüchte, dass das Schiff verflucht sei, zum Verstummen zu bringen. Denn solange die kursieren, glaube ich nicht, dass jemand, der eine andere Wahl hat, bei uns anheuern möchte. Nun, Sulamin, vielleicht sollten wir zunächst einmal das Wichtigste tun und den armen Etilius beerdigen. So wie ich das sehe, ist die Triebfeder der Gerüchte, dass das Schiff verflucht sei, an gewissen Subjekten in der Mannschaft zu suchen und viel weniger am Schiff selbst. Ihr solltet also vor allem Sorge dafür tragen, dass diese nicht in die Stadt gelangen und eben jene Gerüchte verbreiten, bevor ihr den Fuß in der Tür habt. Warum nutzen wir diese Gerüchte nicht zu unserem Vorteil? Diesen Fluch, der wurde ja noch nicht wirklich ausgelegt. Warum sind wir nicht dazu verflucht, auf ewig diese Seen zu patrouillieren und uns jenen Gefahren zu stellen? Ein niemals sinkendes Schiff. Ein Schiff, das dazu verdammt ist, den Kampf immer wieder aufzunehmen, nur mit den mutigsten aller Helden und Individuen. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Seeleuten gut ankommt, auf einem verfluchten Schiff ziehen zu wollen, das ewig dazu verflucht ist, auf den Weltmeeren zu kreuzen. Ich denke, ich würde das als Notlösung in Betracht ziehen, aber ich stimme Abel mir zu. Es sollte auf keinen Fall unsere erste Wahl sein. Wartet einfach meine Geschichte ab. Wenn sie sich in Kunchum verbreitet, dann wird unsere Planke eingerannt von willigen, fähigen Matrosen. So. Wir sollten in Erwägung ziehen, das Schiff auf den Namen Aviander zu taufen, wie wir es uns schon einmal überlegt haben. Sollten wir nicht einen etwas, sagen wir, martialischeren Namen wählen? Oh ja, die Riesenbovist. Ich sage es euch, die Riesenbovist ist ein fantastischer Name. Das Schiff nicht nach einem lächerlichen Gemüse nennen. Ich denke, es handelt sich hier dabei um einen Pilz. Richtig, ein Pilz ist doch keine Pflanze, Abelmir. Es ist mir egal, wir werden dieses Schiff nicht Riesenbovist nennen. Aber ein Riesenbovist ist der beste Pilz, den es gibt. Es ist ein verdammter Pilz.
Nun, ja, also nein, er ist nicht verdammt. Verdammt ist offensichtlich nur eure Zurechnungsfähigkeit. Habe ich euch von der Abschlussklasse 22 erzählt, die ein Jahr lang Auckland-Bovis denn gezogen hat und eine Tage nach ihrer Prüfung in allen Gängen in der gesamten Akademie verteilt hat? Das war eine Sauerei. Auckland-Bovisten sind aber auch übel. Nichtsdestotrotz, der Riesenbovist würde Schrecken in die Herzen unserer Feinde treiben. Nein, Boltax, nein. Seraphim, habt ihr denn keinen guten Namen? Ja, keiner, der euch gefallen würde. Ich dachte, ihr Korgenweiter nahmt dann ein Händchen für sowas wie, ich weiß nicht, der blutige Dorn der Vergeltung oder so. Naja. Der Name Yander ist nicht nur klangvoll, sondern es spiegelt auch unseren größten Erfolg wider. Den größten Erfolg, der jemals auf unserem Kontinent zu verbuchen ist. Solltet ihr das Schiff dann nicht Aviandas Rückkehr nennen? Oder Wiederkehr? Oder wie auch immer? Wir müssen wohl das Mondsilbern im Namen behalten. Und ich denke, das sollte auch helfen, die Wiedererkennbarkeit zu gewährleisten. Aber ich fand Kiaras Vorschlag, das Schiff nach Avianda zu benennen, schon in Al-Anfa gut. Und ja, jetzt, da wir ihre Seele aus den Niederhallen gerettet haben, ist er noch einmal doppelt passend. Dann sollten wir sagen Aviandas Rettung, nicht wahr? Zumindest können wir mit dem bisherigen Namen nicht weitermachen. Agroschminia hat mich gestern angesprochen. Die einzigen drei Buchstaben, die noch hangen, waren vom Drachentöter, das T, O und das weitere T. Wirklich kein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist zwar nur Zufall, aber... Wir sollten sie abnehmen, bevor wir im Hafen einlaufen. Hm? Das hat Agroschminia schon getan. Sie kann da außerordentlich gut mitdenken. Ja, sie ist ja auch toll, aber ich sage Folgendes. Für Aviandas Rettung oder für den Riesenbovisten. Wir sollten abstimmen zwischen diesen beiden. Wir wählen nicht Riesenbovist. Nun, dann stimmen wir doch ganz kurz ab, ja? Also, jeder schreibt seine Wahl verdeckt auf einen Zettel, ich sammle sie alle ein und... Was soll dieser Blödsinn? Ich rolle mit den Augen und heb die rechte Hand hoch, ich bin für die Rettung. Ich auch. Ich bin auch für die Rettung. Und wenn ich nur den Riesenbovis ausschließen will. Verzeiht, Voltax, aber ich fürchte, der demokratische Prozess hat euch ausgehebelt. Oh, nun tragisch, nicht wahr? Dabei würde waren beide Vorschläge doch von mir. Würde es dich nicht der demokratische. Bitte, nur zu. Ich dachte nur, ob es dich glücklich machen würde, eines der Beiboote Riesenbovis zu nennen. Oder vielleicht eher Mini-Bovis. Ja, und wenn wir das... Wie ihr möchtet. Ich überlege mir das, aber ja, das ist annehmbar. Außerdem waren beide Vorschläge trotzdem von mir und so habe ich das demokratische System eigentlich ausgehebelt. Aber ich weiß, dass ihr darauf nicht gekommen wärt, Serpentilio. Also alles gut. Also, Avianas... Ich schaue belustigt. Oder Aviandas Heimkehr, Aviandas Seelenflug. Wir haben Aviandas Rettung abgestimmt. Ich denke, Rettung ist tatsächlich das Beste. Ja, es klingt wie eine Verheißung. Auch für die Länder und Menschen, die wir noch zu retten gedenken. Gut, in dem Fall muss ich nur eine Zeile aus meiner Beschreibung streichen. Ja gut, welchen Teil der Mannschaft wollen wir denn ersetzen? Wir brauchen Soldaten, wir brauchen Schützen. Ich denke, die Nicht-Piraten und die Fast-Piraten oder wie auch immer die Bastarde alle heißen, sollten wir alle runterschmeißen. Sie haben bis jetzt doch ihre Aufgaben hervorragend erledigt. Nun, ich fürchte, sie werden freiwillig gehen wollen. Ja, das wird wohl so richtig sein. Ich habe... Ein Vorschlag. Er wird uns zwar was kosten, aber er könnte dafür sorgen, dass die Gerüchte sich nicht unbedingt in Kunchum herumtreiben. Wir können jedem Matrosen, der unser Schiff verlässt, beispielsweise eine großzügige Zahlung versprechen, sobald wir mit der
mit der Aviandas. Ach, Drachentöter war schon ein schöner Name, das kann man abkürzen. Wenn wir mit unserem Schiff den Hafen verlassen, dass wir ihnen eine großzügige Summe ausbezahlen, jeden Einzelnen, solange sie, während wir noch am Hafen sind, Schweigen bewahren. Und was tut ihr, wenn jemand dieses großzügige Angebot nicht annehmen möchte? Oder trotzdem redet? Wenn einer das nicht Angebot annimmt, dann gilt es eben nicht für alle. Und wenn sie trotzdem reden? Wir werden nicht wissen, wer geredet hat, wenn einige reden und andere nicht. Und sie können trotzdem alle die Hand aufhalten. Ja, das heißt, wenn einer von denen redet, dann bezahlen wir eben keinen von denen. Und sie werden wissen, dass irgendwer geredet hat. Scheinbar scheint es ja irgendeinen Zusammenhang zwischen den ganzen Piraten zu geben. Darauf könnten wir versuchen zu setzen. Ist nur ein Vorschlag. Falls ihr bessere habt, immer her damit. Naja, wir laufen einen kleinen Vorhafen von Kunchaumann in irgendein Dorf, schmeißen da alle runter, die wir loswerden wollen, und fahren dann schnell durch Kunchaumann, sammeln die neue Mannschaft ein und sind verschwunden, bevor die anderen ankommen. Wird dann aber der verbleibende Teil der Mannschaft nicht den potenziellen Anwerbern erklären, was wir mit denen machen, die unseren Ansprüchen nicht genügen? Außerdem haben wir nicht genug Matrosen, auch wenn ich es mir nicht eingestehen will, ohne das Piratenpakt den Kahn überhaupt nach Kunchum zu segeln, seien es nur ein paar Meilen. Ja, wir könnten ein Elementar beschwören, sagt Boltax und steckt sich noch ein paar Fallesblumenkerne in den Mund. Naja, dann sind wir halt am Arsch. Wir können es versuchen, sie zu bestechen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Naja, ich bin auch ganz ehrlich, was wir hier erreichen wollen, das wird eh nur die Verrückten anlocken. Das ist wahr. Ja, aber wenn das mit der Bestechung ansatzweise funktionieren soll, dann darf das nicht von mir kommen. Die halten keine Stücke von mir. Sie haben vielleicht Angst, aber sie werden sich auf so einen Handel mit mir nicht einlassen. Und Sulamin, zu dir sehen sie immer noch drauf. Naja, solltest du ihnen das anbieten. Oder wir bieten an, jedem, der schweigt, kann Diamantis noch einmal eine reinhauen. Ich denke, das klappt. Nun, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es gelingt, aber wir könnten ihnen einfach so in gutem Glauben eine Bonuszahlung auszahlen, in der Hoffnung, dass sie dies als Entschädigung betrachten und uns dankbar sind. Ach, Dankbarkeit kann man vom Piratenpack nicht erwarten. Geld zum Verprassen wird sich allerdings herumsprechen. Und dies könnte schon genug sein. Nun, aber wollen wir ihnen dann nicht einfach sehr, 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 sehr viel Alkohol geben, sodass sie, ich weiß nicht, 2 Tage besoffen sind und sowieso nichts zustande bringen und bis dahin haben sich Nun, das könnte durchaus auf das Gleiche hinauskommen, denn man weiß ja, wofür Matrosen ihre Heuer bevorzugt ausgeben. Aber nun, in diesem Fall würde ich sagen, was uns billiger kommt. Naja, also ich bin ganz ehrlich, der einfache Matrose verdient ja nichts. Also, sei doch mal ehrlich, ob es jetzt 50 oder 70 Dukaten sind, wen juckt's? Nun, wenn das unsere Kasse nicht belastet, dann sollten wir auf jeden Fall den Versuch unternehmen. Na, denn, was? Ja. Denn das könnte ja durchaus auch ein Grund sein, auf unserem Schiff anzuheuern, wenn man im Kopf hat, wenn ich das Schiff irgendwann verlasse, verlasse ich es mit einer Bonuszahlung. Wenn man den so lang lebt. Nun gut, dann wäre das also geklärt. Naja, also mehr wollte ich in Kunichom eigentlich nicht erreichen, aber ich denke, damit bin ich auch beschäftigt. Wir sollten uns auf jeden Fall alle ein paar Tage nehmen, um uns auszuruhen. Das sollten wir wohl. Und ich sollte Nietzsche endlich wegen meinem Ohr aufsuchen. Ich glaube, das mit dem Ausbrennen hat zwar den größten Teil getan, aber es schmerzt, verdammt nochmal, es schmerzt. Das kann ich mir gut vorstellen. Nächstes Mal lass dir sowas vielleicht einen Experten machen. Aber Diamantis, ihr seht verwegen aus dadurch. Es gibt euch einen ganz neuen Anstrich. Wie ein Haus, von dem langsam die Farbe abblättert.
Ich fühle mich langsam wie Passwolf. Ja, das ist eine sehr gute Analogie. Passwolf. Ich hatte ihm angeboten, dass er das Schiff verlassen kann. Ich weiß nicht, ob er es tun wird, aber wir sollten darauf gefasst sein. Wenn er weiß, was gut für ihn ist, wird er das Schiff verlassen. Zum Glück führt uns alle, weiß Haswolf nicht, was gut für ihn ist. Ich weiß nicht mal, ob das ein gutes Zeichen ist, dass er nicht hier ist. Jetzt, wie ihr das sagt. Wenigstens das Nebelklang nicht da. Wenn ich noch einmal meine Mutter hören muss, dann... Oh. Ich schaue zur Tür, als könnte die Erwähnung seines Namens ihn herbeibeschwören. Haut nicht so. Er ist kein Erzdämon, wisst ihr? Könnte man einen Erzdämon leibhaftig nur über Nennung seines Namens beschwören, wäre die Welt vor langer, langer Zeit vor die Hunde gegangen. Nun, ich denke, damit ist für das Erste alles geklärt. In der Tat. Nun, dann werde ich mich mal um unsere beiden speziellen Kandidaten kümmern. Na, ihr wisst schon, die auch auf dem Geisterschiff waren. Wie heißen sie eigentlich? Was weiß ich? Dann findet er es heraus. Wenn ich tippen müsste, ich würde tippen, dass ihr zwei Fexgeweihte vor euch habt. Findet heraus, ob sie auf der Namensliste unserer Schiffe stehen. Nun gut. Diamantis, ich habe etwas, das ich beim Schlafen helfen dürfte, wenn ihr so geneigt seid. Aber das wäre großartig. Ich habe mich die letzten zwei Tage und die letzten Nächte zwar einigermaßen erholen können, aber schlafen tue ich nicht gut. Gut, dann Kapitän. Gibt's noch was? Nein. Ich denke, ich werde schon einmal ein Schreiben aufsetzen, um Ruban Ibn Dahmani zu informieren, dass wir in der Stadt sind. Immerhin hat er uns eingeladen und könnte uns gewiss von Nutzen sein. Nun, er schuldet uns immerhin einen Haufen Geld. Ja, ich denke auch für die Sache mit der Wurzelkaiserin ist er der richtige Ansprechpartner. Er gehört zum Kontor von Starobrand. Sie haben ein gemeinsames Kontor und nun ja, sie haben gemeinsam unterschrieben, dass sie uns für jede Arche einen Batzen Gold ausgeben. Hier ist ein Batzen. Sagt es bitte in seiner Gegenwart nicht, dass er zu Störebrand gehört. Er könnte das falsch auffassen. Na, er wird schon wissen, was gemeint ist, wenn es gut für ihn ist. Hat ein Batzen nicht einen Gegenwert von etwa 10 Dublonen? Es ist nur ein sprachlicher Gebrauch. Moment. Hoffentlich sehen das die Händler auch so. Er wirklich nur für einen Batzen unterschrieben. Ach, nun nehmt doch nicht alles so wörtlich immer. Ich wollte ihn nur fragen. Ich wollte ihn da oben. Ja, damit treten wir grinsend ab. Ja, 22 Uhr nach der Besprechung, sicherlich eine halbe Stunde später, könnt ihr allesamt in eure Kajüten gehen und die Briefe aufsetzen für morgen oder aber den restlichen Tagplan. Hat euch dann doch schon durch die Nacharbeitung des Geisterschiffes einiges an Zeit oder Nerven gekostet. Und so geht ihr ins Bett. In der Nacht. Ein Schatten taucht vor der Tür von Kanesitiana auf. Der Dukatengardist, einer der wenigen Verbliebenen, die hier an diesem Posten bemannt standen, macht sich etwas gerade und schaut finster und bösartig in die Richtung des Schattens. Er ist da. Verzeiht, ich wollte euch nicht erschrecken. Ich muss mit dem Gefangenen sprechen. Habt ihr auf die Uhr geschaut? Nein, ich habe nicht auf die Uhr gesehen, aber ich weiß wohl, dass es sehr spät ist. Das muss ich dem Kapitän melden, das wisst ihr, oder?